Erster Redner wird der Tierschutzsprecher der SPÖ sein, Dietmar Keck. Er lehnt schon an der Regierungsbank und wartet hier im Rücken zu uns. Jetzt geht er. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, meine Damen und Herren. Drei Tierschutzanträge wieder in diesem Haus, drei Anträge, die im Ausschuss abgelehnt wurden. Abgelehnt wurden, weil ich der Meinung bin, dass sie nicht richtig gelesen wurden. Nicht richtig gelesen wurden aus folgendem Grund. Wir haben heuer im Frühjahr bei Beendigung der Vorperiode das Tierschutzgesetz beschlossen. Und da haben wir unter anderem auch beschlossen, dass Hunde, also die Binnenmarktverordnung der EU, dass Hunde, Katzen und Frettchen, die nach Österreich kommen, tollwutgeimpft werden müssen. Das würde bedeuten, dass Hunde erst ab der 16. Lebenswoche nach Österreich eingeführt werden können. Das ist gut und richtig, dieser Schritt, dass die Binnenmarktverordnung umgesetzt wurde. Aber es gibt gravierende Ausnahmen. Ausnahmen für viele Länder, die diese Tollwutimpfung nicht brauchen, sondern nur eine Tollwut-Unbedenklichkeitsbescheinigung, um diese Tiere einzuführen. Daher haben wir diesen Antrag als Opposition gestellt, wo wir sagen, wir wollen, dass der Minister bei der Europäischen Kommission die Ausnahme betreffend die Notwendigkeit eines gültigen Impfschutzes gegen Tollwut beim kommerziellen Handel eines privaten oder Gewerbetreibenden mit Hunden und Katzen nicht in Anspruch nimmt. Das würde bedeuten, alle Länder, von denen Tiere nach Österreich kommen, müssen diese Tollwutimpfung haben. Das heißt, nicht nur die 27 Binnenmarktländer, sondern alle Länder. Und was ist mit diesen Ausnahmen? Wenn man auf EU-Europe nachschaut, auf der Internetseite, sieht man die ganzen Länder, die diese Ausnahmen haben. Es ist Bosnien-Herzegowina zum Beispiel, das ist Nordmazedonien, das ist die Schweiz, das ist Liechtenstein. Das sind viele, viele Länder, die da drauf sind, wo sich dieser Handel jetzt quasi hinverlegt, weil es dort die Ausnahmen gibt. Und es gibt doch nichts Einfacheres, als dass der Minister bei der Europäischen Kommission dort sagt, wir wollen diese Ausnahme nicht, sondern alle Tiere, die nach Österreich kommen, sollen Tollwutschutz geimpft sein. Also ich denke, dieser Antrag wurde nicht richtig gelesen, sonst könnte er nicht abgelehnt worden sein im Ausschuss. Und ich bitte Sie noch einmal, schauen Sie sich diesen Antrag, bevor er hier zur Abstimmung kommt, gut an und beschließen wir diesen Antrag positiv, fordern wir den Minister auf, er soll diese Ausnahmen aufheben, damit alle Hunde, Katzen und Frettchen, die nach Österreich kommen, auch Tollwut geimpft sein müssen. Das ist das Erste. Das Zweite betrifft den Antrag der NEOS bezüglich der zeitnahen Veröffentlichung der Dokumentation des Tierschutzrates. Ein vollkommen berechtigter Antrag, wenn man bedenkt, wenn der Tierschutzrat eine Sitzung hat, dann wird ein Protokoll geführt. Und erst bei der nächsten Sitzung des Tierschutzrates wird dieses Protokoll bewilligt und die Sitzung ist meistens 6 bis 8 Monate später. Und wenn das Protokoll bewilligt wurde, dauert es noch ein Zeitl, bis dann wirklich voll umgeschrieben ist, bis das die Ombudsleitung, das kann bis zu einem Jahr dauern, dass man dann weiß, was im Tierschutzrat beschlossen wurde. Und ich habe mit vielen Tierschutzombudsleuten gesprochen, die wissen dann gar nicht mehr, was vor einem Jahr war. Ist ja klar, das wissen wir auch nicht, was wir vor einem Jahr bei irgendeiner Sitzung beschlossen haben. Daher wäre es notwendig und wirklich, wirklich dringend notwendig, sehr zeitnah diese Dokumentationen zur Veröffentlichung und der Bevölkerung bekannt zu geben. Und wie gesagt, noch einmal zurück zum illegalen Welpenhandel. Ich bitte Sie wirklich, diesen Antrag heute nicht abzulehnen, diesen Antrag anzunehmen, damit wir wirklich in Österreich für alle eingeführten Hunde, Katzen und Frettchen eine Tollwutimpfung haben.